Hallihallo und herzlich willkommen zu einem anderen kleinen neuen Zwischenlets Play. Und zwar, wie ihr vielleicht sehen könnt, nennt sich das Spiel Limbo. Für den PC spiele ich das Ganze. Warum ich das jetzt hier aufnehme, ich erzähle euch mal kurz bevor ich hier spielen anfange. Und zwar, ich habe jetzt schon ein bisschen durchgespielt. 15 Minuten gespielt. Dann habe ich mir gedacht, ey, ich finde das Spiel richtig geil, machst du jetzt wieder raus. Aber da ich ich kann euch mal kurz was zum Datum sagen. Heute ist der 4. August 2011. Ich habe keine Ahnung, wann ich dieses Let's Play oder diese Let's Play-Folge hochlade. Also könnt ihr euch mal ein bisschen überlegen, wie lange das dann schon her ist. Wahrscheinlich lade ich es morgen dann gleich hoch. geplant habe ich es entweder irgendwann mal dann als Let's Play-Auswahl zu stellen, dann höre ich es quasi schon fertig, wäre natürlich auch gut für mich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich muss noch kurz die... kann man da irgendwo... Controls? Nee. Was ist das? Brightness. Achso, das ist die Helligkeit. Credits? Ja, nee, Credits bringen uns gar nichts. Ja, die Musik wird schon passen. Ich mach mal kurz noch was bei der Musik und dann schauen wir. Sehen uns gleich. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da und ich habe es jetzt nochmal ein bisschen geändert. Ich habe jetzt die Lautstärke nochmal ein bisschen separat runtergestellt. Das kann man ja per Windows 7 Audio Mixer da irgendwie so machen. Wir starten ein neues Spiel und ja, ich finde es, wie gesagt, richtig cool, dieses Spiel. Ich habe jetzt schon, ja, wie gesagt, Viertelstunde, glaube ich, habe jetzt locker schon hingespielt. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Mal schauen, wie lange ich brauche. Mal schauen, wo wir hängen. Mal schauen, ob es uns überhaupt noch Spaß macht nach 10 Minuten, nach einer Viertelstunde. Aber ich denke schon, ich habe es beim Kumpel auf der Xbox. Der hat sich dafür, ich weiß gar nicht, wie viel Xbox Points hat es gekostet oder kostet es immer noch, geholt. Bei dem habe ich es dann ein paar Mal gespielt, zweimal oder so. Und ja, noch kurz zu erklären, was ist Limbo, worum geht's da? Limbo ist im Prinzip dieser eine kleine Kerl da, den wir da sehen, der da jetzt gerade die Augen aufmacht. Limbo ist ein 2D-Jump-and-Run-Rätsel-Lösungs-Davonlauf-Tötungsspiel, das durchaus sehr brutal ist an manchen Stellen, aber unglaublich viel Spaß macht und ziemlich deine grauen Gehirnzellen anstrengen lassen lässt, wie auch immer musst du darfst. Und ja, also das sind wir und wir sind jetzt hier gerade unterwegs. Und müssen halt immer so... Hui! Das zum Beispiel sollte man nicht machen, wir sind zu weit nach unten gefallen. Wir hätten da normalerweise mal abstürzen, runterspringen können, dann wäre uns nichts passiert. Das machen wir jetzt auch gleich nochmal, beziehungsweise ich zeige euch mal, was passiert. Wenn wir jetzt nicht springen, dann rutschen wir nämlich da rein und... wir spießen uns ein bisschen den Schädel auf. Da das nicht so ganz gesund ist, machen wir das jetzt ganz normal. Jump, jump, jump. So, wunderbar. Und jump. Und weiter geht's. So. Einmal hinunter die ganze Schoße. Din, 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 din. Din, 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 din. Ich hoffe bloß, dass es dann bei YouTube nicht zu dunkel wird. Aber ich denke, das dürfte schon passen. Andererseits könnten wir ja das ja hier auch ein bisschen einstellen. Dann machen wir es nämlich ein bisschen heller. Wobei mir das fast ein bisschen zu hell ist, sorry. So. Wir fahren übern See, übern See, wir fahren übern See. Mit einer hölzernen Wurzel, 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 Wurzel. Das ist ja Wahnsinn, das ist so ein Scheißdreck eigentlich. Aber nun ja, wir sind drüben angekommen, können aussteigen. Wir werden das Boot brauchen. Deshalb ziehe ich es schon mal rüber. Wie gesagt, ich habe jetzt da schon eine Viertelstunde so gespielt, aber da ich mir jetzt denke, dass ich irgendwann mal vielleicht ein Let's Play mache, wo ich nicht schon durchgespielt habe,
Naja. Wäre vielleicht auch mal ganz nice. Mal was anderes. So, was sehen wir hier? Wir sehen zwei Bären fallen. Ich werde mal kurz demonstrieren, was die mit einem machen. Cool, oder? Was können wir dagegen machen? Das Ganze ein bisschen auseinanderziehen, Anlauf, drüber springen, drüber springen. Ah, das war nicht drüber gesprungen. Wir hätten nochmal warten müssen. Bis gleich. So, bin wieder. Und es geht hier gleich weiter. Drecksgeschwister her. Wie sie einen immer nerven können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Geschwister habt oder sowas ähnliches. Ja, das war jetzt ungeplant losgelassen. So. Dann auf der Xbox ist das Ganze leichter, finde ich, zu steuern. Hier auf dem PC machst du das mit Pfeiltasten. Wenn du nach oben drückst, läuft er nach oben, links und rechts halt ganz normal. Nach unten gehst halt nach unten. Das glaube ich war jetzt sowieso ein Fail. Aber da müsste jetzt gleich irgendwas Großes kommen, genau. So ein fetter Klöpsel. Das war damals, glaube ich, bis hierher oder keine Ahnung, wie lange die Demo geht. Damals habe ich mich Ewigkeiten nicht ausgekannt. Ich dachte immer, ich muss das Ding so reinschieben und drüber springen, drauf springen oder so, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, wie dumm bin ich eigentlich? Man muss im Prinzip nur da hoch und dann da hoch und dann ein bisschen hin und her schaukeln. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter runter. Und zack, ist man auch schon auf der anderen Seite drüben. Wie gesagt, mit den Pfeiltasten zu steuern macht es nicht gerade einfach, aber ist okay. Und da habe ich mich auch Ewigkeiten gefragt, wofür ist das? Aber irgendwie habe ich nicht ganz herausgefunden, wofür man das da oben braucht. Beziehungsweise ich bin immer wieder abgestürzt und deshalb war es mir auch egal. Beim ersten Mal spielen habe ich es geholt, aber irgendwie hat mir das bloß so ein weißes Teil gebracht. Wir können sie mal holen, vielleicht kann mir dann irgendjemand mal sagen, wofür das gut wäre. Hui. Hui und hui. So, jetzt habe ich sowas kaputt gemacht. Keine Ahnung, wofür ich das bräuchte. Und ich weiß jetzt leider nicht, ob ich da einfach runterspringen kann. Deshalb gehe ich jetzt mal hier so. Und reinschieben. Und flupp. Flumps. Jetzt sind wir auch schon drüben. Ist überhaupt keine Anstrengung hier dabei. Ist so easy going. Und da habe ich auch mal gehangen, weil da seht ihr oben gerade die Falle. Und jetzt seht ihr rechts eine Spinne, die euch sofort totklopfen will. Aber die auch ein bisschen dumm ist. Jetzt schauen wir mal, ob man schon eine Veränderung sieht. Ja, ich denke, man sieht schon eine bisschen. Denn die will eine mehr aufspießen. Ich würde euch jetzt von mir aus auch zeigen, wie es aussieht, wenn sie einen aufspießt, aber da müssen wir wieder nach vorne anfangen. Ich glaube, ich bekomme noch oft genug zu sehen. Aber ja, zit, haben wir die Falle da. Was? Ja, natürlich. Ah, gut. Wie gesagt, auf dem PC ist die Steuerung nicht ganz so angenehm. Hallo? Das Spiel will mich verarschen.
So, jetzt nur ganz langsam und dann. Haha. Noob. Haha. Noob. Haha. Noob. Haha. Noob. So. Die Spinne verpisst sich. Wir können hier weitergehen. Und jetzt geht's bergab. Jump. Und weiter geht's. In der dunklen Dunkelheit. Und da habe ich auch beim ersten Mal spielen gedacht, oh, scheiße. Da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Dabei gehört das ja so. Ich hing jetzt hier nämlich fest von diesem Spinnenzeug und habe mir gedacht, ach du Scheiße, was muss ich drücken? X, also auf der Xbox XB, RB 2, 4, 5, X, Select, was weiß ich, Back, ficken. Und dabei gehört es so. Zack. Hat's mich einkonvertiert. Und ich muss mich jetzt hier befreien. Eigentlich relativ einfach. Aber man muss sich bloß hin und her bewegen und ein bisschen. Zack. Plump. Und jetzt kommt man da komischerweise durch. Und da ist die Sprungtechnik ein bisschen anders. Wenn ich normal auf hoch springe, gehe ich ein bisschen, und wenn ich lang drauf bleibe, so. Ja, also das war jetzt nicht lang, aber wartet. Zack, komme ich ganz schön weit. Und ich schaue aus wie so ein komischer, leuchtender, was weiß ich. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Hui. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, du wirst gefälligst darüber gehen. Dim, 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 dim. Din, din, din. Oh, 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 oh. Eine Kugel, die anfängt zu rollen. Schnipp, schnapp, schnubbel, die dub. Und was sehen wir links oben? In schwarzer Kontur. Genau, eine Spinne. Die aber ziemlich doof ist und mich aus diesem Grund auch nicht kriegt. Flatsch. Und da bin ich unten und jetzt sehe ich ein bisschen aus wie so ein komischer, wie aus Shooters Manitou, wo der eine so ein Spinnenwebenzeug an seinem Hut hat. Aha. Oh. Das habe ich jetzt ganz vergessen, dass das da kommt. Verdammt. Oh, und wie gekonnt ich das gemacht habe. Ich sollte das Ganze vielleicht ein bisschen immer erstmal anschauen und dann weitergehen. Versuchen wir mal ein paar Tode zu vermeiden und nicht bei jedem Rätsel einmal zu sterben. Das wäre ja vielleicht ein bisschen angenehm. Subscribe.